Der Mike von Mazdaq Offroad und ich möchte euch zeigen, wie ihr bei eurer Shimano Bremsanlage die Flüssigkeit wechselt und diese dabei entlüftet. Bevor wir mit dem eigentlichen Entlüften beginnen, möchten wir uns nochmal einen Überblick verschaffen, was wir alles dazu benötigen. Wir brauchen einen 2,5 Imbusschlüssel, wir brauchen ein Putztuch, wir brauchen den Shimano Entlüftungskit. Beim Shimano Entlüftungskit werden mehrere Teile noch mitgeliefert. Wir benötigen diese Spritze zum Befüllen und Entlüften der Anlage. Wir brauchen den Ausgleichsbehälter mit dem Stöpsel. Wir brauchen den Siemer Maulschlüssel mit geköpftem Ende. Die Shimano Flüssigkeit, Bremsflüssigkeit, die wir dann wechseln wollen, und eine Flasche Bremsenreiniger, damit wir dann die Anlage noch schön säubern können. Ja, und damit kann es dann losgehen. Ich habe jetzt meine benötigten Sachen hier schon mal von meinem Bike geräumt und wir können jetzt beginnen, die Bremsflüssigkeit zu wechseln und dabei auch die Bremsanlage zu entlüften. Als erstes stellen wir den Hauptbremszylinder in eine waagerechte Stellung, damit auch der höchste Punkt erreicht wird, wo dann natürlich auch sich die Luftblasen hinbewegen und wir hier auch die optimale, ja, oder das optimale Ergebnis hinbekommen zum Bremseentlüften. Nehmt dazu einfach, je nach eurer verbauten Bremse, das Werkzeug, löst die Schelle und dreht den ganzen Hauptbremszylinder nach oben. Als nächstes schrauben wir den Druckpunkteinsteller von eurer Bremse komplett heraus. Und solltet ihr eine Bremsanlage oder einen Hauptbremszylinder verbaut haben, der eine sogenannte Fließdruckschraube besitzt, dann schraubt diese auch komplett heraus. Als nächstes öffnen wir die Verschlussschraube von unserem Hauptbremszylinder. Achtet hier darauf, dass die Innenseite dieser Schraube, wo der Imbusschlüssel hineinkommt, komplett sauber ist, dass sich kein Dreck drin befindet. Nicht, dass ihr dann mit dem Imbusschlüssel überrutscht und die Schraube nicht mehr lösen könnt. Die Schraube besitzt noch einen Nullring. Wenn ihr diese jetzt abhebt, schaut euch nochmal den Nullring an, dass er nicht beschädigt ist und auch in der richtigen Position sitzt. Als nächstes nehmen wir von dem Shimano Entlüftungskit diesen Ausgleichsbehälter und schrauben diesen auf unseren Hauptbremszylinder. Auch hier noch ein Tipp, achtet drauf, das ist ein dünnes Plastikgewinde mit einem Nullring, dass ihr dies auch nicht zu fest anzieht. Und auch darauf achten, dass ihr das Gewinde richtig ansetzt, damit ihr es nicht beschädigt. Als nächstes können wir hier schon diesen Stöpsel ziehen. Und dann kann es mit dem unteren Bremssattel weitergehen. Hier unten am Bremssattel haben wir den Entlüftungsnippel. Der besitzt eine Staubkappe, die schützt diesen vor Dreck. Die entfernen wir als erstes, legen diese ab. Und ich empfehle euch nochmal zusätzlich zur Sicherheit, damit kein Öl auf die Bremsscheibe oder die Bremsbeläge kommt, nochmal einen Lappen um den Bremssattel an der Stelle, wo der Entlüftungsnippel ist, nochmal zu legen. Als nächstes öffnen wir unsere Shimano Bremsflüssigkeitsflasche und mit der mitgelieferten Spritze ziehen wir jetzt die neue Bremsflüssigkeit in die Spritze. So, ganz wichtig bei der Sache, es passiert Folgendes, ihr kriegt automatisch Luft in die Spritze und hier sieht man auch sehr gut, dass auch in dem Öl sich Luftbläschen befindet, und lasst einfach für 5-6 Minuten die Spritze ganz normal so liegen, damit erstmal sich aus dem Öl die Luftbläschen oben sammeln können, und danach drücken wir nochmal die Luft aus der Spritze komplett raus bis an die Oberkante des Schlauches, bevor wir dann an den Lüftungsnippel ansetzen. So, ist jetzt die ganze Luft aus dem Öl entwichen, kann ich jetzt nochmal bis zur Oberkante meines Schlauches die Luft herausdrücken. Hier
tut ihr einfach nochmal die Spritze etwas schief halten, um wirklich auch die letzten Luftbläschen herauszubekommen. So, jetzt sieht man sehr gut, hier sammelt sich nochmal etwas im Schlauch. Auch hier nochmal 2-3 Minuten die Spritze liegen lassen, bis alle Luftbläschen sich oben gesammelt haben. So, ich habe jetzt ungefähr 5 Minuten die Spritze erstmal in Ruhe stehen lassen. Ich habe immer noch ganz vereinzelt, ganz minimal keine Luftbläschen. Hier könnt ihr einfach nochmal mit etwas Klopfen diese Luftbläschen zum Vibrieren anregen, dass sie sich hier oben sammeln. Als nächstes nehmen wir unseren 7er Schlüssel, setzen den Schlauch auf den Entlüftungsnippel. Shimano bietet hier nochmal zusätzlich diesen Plastik Adapter an auf dem Schlauch. Diesen könnt ihr ganz nach unten bringen. Der verbindet dann diesen Schlauch mit dem Entlüftungsnippel und dann öffnet ihr einfach den Entlüftungsnippel und presst die Flüssigkeit langsam durch. Beobachtet dann auch den Ausgleichsbehälter, der sollte sich dann füllen. Ich empfehle euch in etwa ein Drittel bis zur Hälfte den Ausgleichsbehälter zu füllen. Und man sieht auch sehr schön, wie die alte Flüssigkeit rausgepresst wird und die neue sich natürlich dann in der Anlage befindet. Als nächstes lasst leichten Druck, nicht dass die Spritze wieder zurückkommt und eventuell aus irgendwelchen Gründen, wenn es oben nicht hundertprozentig dicht ist, Luft angesaugt wird. Verschließt den Lüftungsnippel und nehmt den Schlauch wieder ab. Vorsichtig jetzt hier, dass kein Öl auf die Bremsscheibe kommt. Zieht den Lüftungsnippel wieder an, wischt Öl, was noch sich irgendwo befindet, sauber ab und verschließt die Entlüftungsschraube mit der Staubkappe. Als nächstes drehen wir unsere Freestroke-Schraube wieder in die gewünschte Position. Drehen unseren Druckpunkteinstellschraube für den Bremshebel auch wieder heran. Hier könnt ihr nochmal ein, zweimal den Hebel sicherheitshalber nochmal bewegen, zwecks der Entlüftung. Und dann entfernen wir den Adapterzylinder. Den Stöpsel in den Behälter drücken, damit die Bremsflüssigkeit nicht entweichen kann. Mit einem Lappen sicherheitshalber nochmal, wenn ihr den Deckel abschraubt, das abtropfende Öl abwischen. Und dann können wir den Hauptbremszylinder wieder verschließen. Zum Schluss stellt wieder den Hebel in eure gewünschte Position und schraubt die Klemmung fest. Jetzt wischen wir nochmal die gesamte Bremsanlage mit einem Putztuch und dem Bremsenreiniger ab. Und dann empfehle ich euch auf alle Fälle nochmal eine Probefahrt zu machen. Und damit haben wir das Entlüften beendet. Alle Produkte, die ich in dem Video gezeigt und verwendet habe, findet ihr bei uns im Shop und unter diesem Video verlinkt. Marciac Offroad, dein Shop für Motocross, Mountainbike und Streetwear.